Ari sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 3. September 2024. Es ist 14 Uhr und ein paar Minuten. Wir haben aktuell Hochwasser hier. Und aus gegebenem Anlass, ich werde euch jetzt gleich sagen, warum ich hier bin, weil man erwartet, dass das Wasser heute höher steigt wie sonst. Ich zeige euch dann gleich anschließend nochmal den Bericht aus der Zeitung Gran Canaria Olé. Und da könnt ihr das genau sehen oder nachlesen, warum das so ist. Heute der 3. und dann eben auch am 18. September nochmal. Da bestehen die Möglichkeiten, dass das Wasser sehr hoch kommt. Aber ich habe schon gesehen, am Herfahren an der Charca de Maspalomas, da läuft nichts rein. Jedenfalls nicht erkennbar von der Hinterseite. Jetzt schauen wir hier mal zur Vorderseite. Dann anschließend sende ich euch nochmal das Video von vor einigen Jahren, was hier los war. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Genau zur gleichen Zeit müsste das gewesen sein. Wir haben jetzt immer noch nicht ganz Hochwasser erreicht. Aber man sieht schon, das Wasser läuft nicht nach hinten rein. Auch nicht zu den Liegestuhlreihen hier. Ja, das war damals eine Attraktion. Ich werde das Video finden und euch noch mit einfügen. Ja, so sieht es hier aktuell aus am Strand von Maspalomas bei Hochwasser. Nein, ich sehe schon hier links, wenn ich schaue. Ich brauche da eigentlich auch gar nicht weitergehen, denn da ist dementsprechend nichts oder nicht viel zu sehen. Dann müssen wir auf den 18. warten. Ich kann mich erinnern an letztes Jahr, da waren wir auch alle so euphorisch und haben gesagt, und das muss doch klappen. Nichts war's. Ein paar Wochen später kam dann das hohe Wasser mit der Befüllung von der Charca. Okay, also hier ist sonst, da vorne so 300 Meter, da ist die tiefste Stelle, also nichts. Und da vorne ist auch mir zu viel Wind und zu viel Sand. Und deswegen kehre ich hier um. Ja, der Wind hat auch ganz schön aufgefrischt jetzt, beim Herfahren schon gemerkt. Und dann mache ich da vorne noch ein bisschen weiter. Wo es vielleicht hoffentlich nicht so windig ist. Mal schauen, vielleicht haben wir schöne Wellen am Kai hier, am Faro. Werden wir sehen. Hier haben sie gerade eben, und hier hat man gerade eben die rote Beflaggung gesetzt. Das heißt, hier ist das Baden verboten. Jetzt nehme ich an, auch wegen dem Hochwasserfelsen. Es ist gefährlich ins Wasser. Wir haben Wellen, das schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen an. Temperaturen genau wie vorhergesagt, 29 Grad. Ja, aber es gibt keine großen Wellen, das heißt, wir haben zwar ein bisschen Wind, aber jetzt nicht dementsprechend hohe Wellen. Aber wir warten ganz einfach noch mal ein paar Minuten, denn wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum 8 Minuten noch bis zum Hochwasser. Aber hier gibt es auch keine hohen Wellen. Nein, das ist irgendwie heute doch ganz anders wie erwartet. Als ob man eine Strömung hätte, die Wellen gar nicht hier reinkommen lässt. Hier schaut euch an, wie das Wasser von links nach rechts geht. Es ist auf jeden Fall irgendwas anders. Sonst würden hier richtig schöne hohe Wellen ankommen. Aber
nichts. So, wir haben wieder eine kleine Ausstellung hier und in den nächsten Wochen gibt es auch hier wieder Musik, klassisch, Rock, alles Mögliche. War gestanden in den Veranstaltungen von Max Palomas. Mal schauen, ob in der Gran Canaria Olé auch was drüber steht. So, das ist nur ein Geplätscher hier. Mann, ist ganz schöner Wind. Hier kommt richtig Wasser an. So, eine kleine Runde können wir hier gehen. Das ist die kleine Kunsthandwerksmesse, die sozusagen dann täglich dann auf- und abgebaut wird, aber ist nicht jeden Tag, sondern nur, ich glaube, zweimal oder dreimal die Woche. So sieht das aus. Und die Arbeiten hier am Faro, am Leuchtturm, sind auch noch im vollen Gange. Ja, schade, ich wollte euch so ein kleines Spektakel bieten, aber ihr könnt ja danach dann das noch sehen, wie es einmal war. Ja, das ist die Realität. So sieht es aus heute am Dienstag. Es ist nicht viel los. Außer, dass wir hier doch ziemlich viel Wind haben, aber es ist das Gleiche am Strand natürlich. Das bedeutet, die Voraussetzungen am Pool sind heute wohl am besten. Ja, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, geht ganz schön schwierig hier zu radeln, sage ich euch. So, an dieser Stelle sei gesagt, Plan B und den Kalender, den bekommt ihr bei der Antje, könnt ihr bestellen. Schöne Geschenkidee vielleicht schon zu Weihnachten oder zu einem anderen Anlass. In der Beschreibung ist die E-Mail-Adresse mit dabei. Und ihr könnt das auch bekommen am Freitag am Faro oder im Organic Food in der Sita, das Reformhaus neben dem Café Zipf. Also ich bin unterwegs nur mit Muskelkraft, nur zur Info. Also ist erschreckend wenig los hier, aber das hat auch was mit dem Wetter zu tun. Weil sonst ist ja hier immer sozusagen der Treffpunkt vieler Menschen hier, die Fundgrube. So, dann freut euch jetzt auf die Erklärung, warum, wieso und weshalb man zu dieser Zeit höhere Wellen erwartet. Und im Anschluss das Video vor ein paar Jahren hier am Strand gesehen. Ich sage jetzt erstmal, ja, schaut euch das an und dann melde ich mich nochmal.
nichts los hier, kaum ein Mensch. So, Harry Spezial heute am Strand gesehen, und zwar die Tschalka läuft wieder voll. Es muss das letzte Hochwasser in der Nacht schon passiert sein, weil man sieht hier, da war das Wasser schon etwas höher und das kann nicht von jetzt kommen, weil jetzt ist erst Hochwasser wieder. Wir haben also sozusagen jetzt den Wasseraustausch und da vorne, das sind komischerweise auch die ganzen Möwen. So, wir schauen uns das natürlich dann auch noch mal von der anderen Seite an. So, ihr seid jetzt hier mit dabei. Das ist jetzt das. Und wenn man sieht, es fließt schon ganz schön schnell. Also ich muss sagen, hier. So, und jetzt werden wir dann auch mal den Wasserstand von der Tschalka auch ein bisschen beobachten können. So, und die Kinder freut es natürlich. So, ja, das ist jetzt hier natürlich eine Attraktion bei Groß und bei Klein. Ein Infinity Pool, würde ich sagen. Und die Kinder freuen sich. So, jetzt noch mal ein Rundblick hier und dann geht es auch wieder in die andere Richtung. Hier der Blick Richtung Punta de Maspalomas. Und jetzt hier im Moment live, wie das Wasser jetzt aus dem Atlantik hier ankommt und ab hier dann in die Tschalka fließt. So sieht das aus, die Welle, die gerade uns entgegenkam. Und ja, das war's mit dem Harry Spezial heute am Strand gesehen. Ich werde das separat senden, weil für die, die es nicht interessiert, die brauchen ja das sich dann gar nicht ansehen. So, und jetzt hier an der Tschalka, also man sieht wirklich, es hat schon ein bisschen was gewirkt. Und hier warten die Vögel ganz einfach auf
auf Nahrung aus dem Wasser, aus dem Meer, vielleicht auf kleine Fische oder sonstiges hier. Und ich zoome das noch mal ein bisschen ran. So sieht es jetzt hier aus, der Zulauf, das Wasser aus dem Atlantik jetzt hier in die Charka. Ohne Feuerwehr, ohne Dieselaggregate, ohne Schläuche, ohne Pumpen. So, und damit möchte ich mich dann auch verabschieden und sage bis zum nächsten Mal, entweder die Realität oder Harry unterwegs oder natürlich zum morgendlichen Wettervideo. Hasta luego. So, jetzt gerade hier angekommen, wieder am Strand von Maspalomas, und es sieht gut aus. Da kommen die ersten Wellen schon. Ja, zu unseren liegenden Touristen, die dann überrascht sind, dass die Welle ein bisschen höher kommt wie gestern. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich sage euch, der Sand ist heiß, der ist richtig heiß. Also nur für Trainierte, ohne Latschen. Ja, und ihr seht schon, was hier passiert. Hier wird langsam das erste Gelände überspült, was sonst natürlich noch Liegefläche ist. Also es hat schon was auf sich mit diesen Pinowellen. Die sind natürlich nicht nur heute, nein. Die sind jetzt den ganzen September über durch. Und irgendwann auch bei uns, wo ich wohne, zu hören, dass man dieses Rauschen dann hört. Aber unser Ziel ist ja jetzt die Charka. Das ist ja heute am Strand gesehen, an dem Tag, mit dem errechneten Höchstwasserstand. Ja, nur mal hier so, ein kleiner See wieder entstanden hier. Und wir haben noch zulaufendes Wasser. Das wird dann das Ganze noch ein bisschen verstärken. Und natürlich zur Freude der Kinder, die hier dann richtig gut planschen können. Ja, und ich muss natürlich immer versuchen, dann so wenig Menschen wie möglich aufzunehmen. Also zwischendrin dann immer mal stoppen. Und natürlich auch alle, dass sie Kleidung anhaben, das ist noch ganz wichtig. Aber hier ist jetzt doch entspannter ein bisschen. Und hier läuft jetzt das Wasser bis da vorne vor die Liegestühle hinein. So, und hier ist der Durchbruch wieder. Das Flussbett, die Furt, der Weg des Wassers hier aus dem Atlantik. Und zwar hier in Richtung Charka, die Maspalomas, nochmals übersetzt, Weiher, See, Tümpel, wie auch immer eins davon stimmt. So, und alles, was jetzt hier ankommt, läuft dann da rein. Und da freuen sich jetzt natürlich unheimlich auch die Kinder. Ja, ich stehe jetzt hier ungefähr 30 bis 40 cm tief im Wasser. Und das wird jetzt noch so eine halbe Stunde gehen, da wird richtig Wasser reinfließen. Tausende von Kubikmetern. So, die andere Richtung ist auch ganz schön zu sehen. Ja, für viele Menschen nichts Bedeutendes, aber für uns hier natürlich eine kleine Attraktion. Und vor allen Dingen Lebensraum für die Pflanzen und Tiere in der Charka. Und um das geht es hier eigentlich. Und nicht um die Attraktion für uns hier. Ja, und hier, ihr seht selber, wie tief im Wasser die Menschen hier sind. Das sind ungefähr so 30, 40 Zentimeter. Ein richtiger Fluss hier. Ein richtiger Fluss, jetzt 50, 60 cm tief. Und ihr seht selber die Fließgeschwindigkeit. So, also, wenn das nichts ist hier. So, da sind die beiden wieder.
Hallo, Fräulein. Schau mal, wie die hier treiben, die Mädels. So schnell geht es. Ja, und da vorne, da sind die Möwen, die freuen sich auf frisches Futter. Die Tafel ist eröffnet. Kleine Fische aus dem Atlantik bereichern jetzt hier die Tscherka. So, und die Mädels hier, die demonstrieren das mit ihrem Boot, mit ihrem Brett ganz deutlich. Und ihr seht selber, wie viel Wasser jetzt hier reinkommt. So, und hier winken wir mal die Mädels. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, qué rápido, eh? Schaut euch mal an, wie schnell die hier vorbeiziehen. Wir haben noch Besuch bekommen. Hallo und guten Tag. Wo kommt ihr her? Aus Norddeutschland. Aus Norddeutschland. Dann seid ihr ja das Wasser und die Wellen gewohnt. Ja, so ist es. Woher, wenn ich fragen darf? Aus der schönen Grafschaft Bentheim. Bentheim. Ja. Das ist an der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze. Okay. Ja, und was sagt ihr hier zu unserem Wasserphänomen? Immer wieder genial. Und ich beobachte das schon seit 1977. Genau. Ich war das erste Mal hier mit meiner Mutter. Und wenn man zur richtigen Zeit kommt und es sieht, dann weiß man, um was es geht, ne? Ja. Wir haben uns sogar den Kielhub angeguckt. Auch wunderbar. Weil die maximale Strömung, der maximale Kielhub hier ist. Ja. Und haben uns schon gefreut, uns das wieder anzuschauen. Es müsste 15.05 Uhr exakt sein, das ist der höchste Stand ist. Aber ist doch ganz schön eine Menge Wasser, die hier reinkommt. Ja. Ich schau noch mal hier hin. Ja, die Möwen wissen, wo es gut ist. Ja. Wo es was zu futtern gibt, jawohl. So, ja, ein wunderschönes Schauspiel hier. So, und die Kleinen haben gefragt, ob sie noch mal eine extra Runde drehen können hier, und die sind ja richtig lustig drauf und die haben gefragt, wo das gesendet wird, und das kriegen die natürlich auch mit, und vielleicht können wir ja noch mal mit denen sprechen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Inés, Sofía y Eva. Eva. Sofía. Sofía. Inés. Inés. Y ahora estamos en el YouTube. ¿Sí? Sí. Mi mujer da. Ok. So, und ich verabschiede mich jetzt hier von dieser kleinen Sondersendung, und die Menschen, die jetzt hier waren, die ich getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten habe, die waren alle der Meinung, es ist was Besonderes, es ist eine kleine Attraktion hier bei uns, und über die kann man natürlich auch mal berichten.